Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Future Home, Ihrem Magazin rund um das Thema die Zukunft in Ihren eigenen vier Wänden. Hier erfahren Sie, wie Sie zu Hause Energie und Geld sparen können und wie Sie sich das technische Leben zu Hause erleichtern können. Um das Thema Energiesparen geht es auch gleich in unserem ersten Beitrag. Mit Energiesparlampen wird es uns ermöglicht, die Umwelt zu schonen. Aber wie steht es mit der Entsorgung der speziellen Glühlampen? Den Ingenieuren ist sprichwörtlich ein Licht aufgegangen. 2 Jahre haben sie geforscht, nun ist sie da, die Energiesparlampe ohne Quecksilber. Das heißt, man kann sie im Gegensatz zur Vorgängerlampe ohne Bedenken entsorgen. Und das ist nicht ihr einziger Vorteil. Wenn man das beim Einschalten sieht, sieht man, dass die Lampe sofort da ist. Es war uns sehr wichtig, dass man nicht diese Einschaltverzögerung hat. Die Lampe hat ein ganz angenehmes, warmes Licht, so wie wir das von der Glühlampe kennen. Bereits im kommenden Jahr soll die neue Energiesparlampe auf den Markt kommen. Besonders umweltschonend ist auch diese Straßenlaterne. Ihre LED-Leuchte wird ausschließlich mit Solarstrom betrieben. Dadurch fallen weder Stromkosten an, noch müssen Kabel verlegt werden. Im Grunde genommen kann man sie weltweit einsetzen. Sie funktioniert sowohl bei sehr kalten Klimabedingungen wie auch bei sehr heißen Klimabedingungen und ist immer dort einzusetzen, wo halt eben keine normalen Leuchten eingesetzt werden können. Sprich an Campingplätzen, Berghütten, abgelegenen Orten. Aber Licht kann noch viel mehr als leuchten. Mit diesem Laser ist es möglich, sogar auf dreidimensionalen Objekten elektronische Leitwege zu fräsen. Vor allem in der Produktion von Smartphones oder im Automobilbau ist diese Technik gefragt. Der Laser ist ein unfassbar flexibles Werkzeug. Es kann in fast allen Fertigungsbereichen eingesetzt werden. Arbeitet hochgenau, kann über optische Systeme sehr, sehr speziell positioniert eingesetzt werden, sehr feine Strukturen erzeugen. Und es ist ein Werkzeug, das sich nicht im herkömmlichen Sinne abnutzt, sondern das Laserlicht immer in homogener Fertigungsqualität zur Verfügung steht. Licht in allen Varianten. Die neuen Lösungen aus der Industrie sind einfach erhellend. Und es geht weiter mit dem Thema Licht, denn auf der Preview der Light in Building Messe in München gab es viele Neuheiten. Wir haben uns bei den Ausstellern wie zum Beispiel BenQ und Osram auf der weltgrößten Messe für Licht- und Gebäudetechnik umgesehen. Die Messe Light in Building in Deutschland findet nur alle 2 Jahre statt. Hier präsentiert die Industrie alle Neuheiten der Elektrotechnik für Licht-, Haus- und Gebäudeautomation, aber auch Software für das Bauwesen. Das wichtigste Thema dieser Messe ist die Energieeffizienz. Osram ist einer der weltweit führenden Lichthersteller. Auf der Preview der Light and Building Messe stellte die Firma neue Produkte vor. Wenn wir die Beschränkung auf die 2 Highlights rausnehmen, haben wir uns auf der einen Seite auf ein OEM-Produkt fixiert. Die Leuchtstofflampe zum Abrollen, ein flexibles lineares LED-Modul mit bis zu 1100 Lumen auf 28 cm. Das ist von der Kostenposition äußerst günstig für den OEM-Kunden in der Industrialisierung, in der Leuchtenherstellung optimiert und zielt darauf ab, auf dem Massenmarkt etabliert zu werden. Also gerade wenn ich die Deckenrasterleuchten betrachte und dort schnell Leuchten bauen möchte, dafür ist dieses flexible Modul gedacht. Auf der anderen Seite, für den Endverbraucher, ist das nächste Messe-Highlight, was ich Ihnen mitgebracht habe. Das habe ich sogar, weil man es so schön tragen kann, hier mit dabei. Classic A Kolbenform, endlich auch genau in der Größe wie die normale klassische Glühlampe. Gibt ein genauso warmes und angenehmes Licht ab. Mit einem Lichtpaket von 470 Lumen bei einer Effizienz von 72 Lumen pro Watt ist es natürlich eine optimale Ersatzlösung für die klassische 40 Watt Glühlampe. 2700 Kelvin in der Lichtfarbe und im Preis-Leistungsverhältnis optimiert für den europäischen Markt. Die Besonderheit ist, deswegen haben wir das hier auch mal farblich kenntlich gemacht, dass diese Lampe in Deutschland gefertigt wird. Das ist kein chinesisches Massenprodukt. Und der Preis lässt sich sehen, weil wir zielpreismäßig im Bereich von 10 Euro landen wollen. Auf dieser Messe weltweit am stärksten präsent sind die Länder Deutschland, die Niederlande, Italien, Österreich, Frankreich, die Schweiz, Großbritannien, China, Spanien, Belgien und Schweden. Auch der aus Taiwan stammende Hersteller BenQ war mit seinen neuen Produkten vertreten. Mit dekorativen Leuchten in modernem Design möchte BenQ die Kunden in die Welt der Möglichkeiten bringen.
Mit welchen speziellen Produkten dies gelingen soll, weiß Marcel Murawski von BenQ. Wir haben sehr viele neue inspirierte Leuchten. Wir sind mit einem jungen Designer-Team am Start und haben ganz viele neue Modelle, die von der Natur inspiriert sind, von der Technik inspiriert sind. Wir sind zum Beispiel im Beispiel einer Möwe gefolgt, eine Lampe, die mit den Flügeln schlägt. Wir haben eine Ohrenqualle nachempfunden, die wirklich hypnotisierend wirkt. Wir haben ein Piano nachempfunden und damit möchten wir den LED-Markt in Deutschland neu erobern. Also diese Lampe ist hell genug, um auch noch eine gute Schreibtischausleuchtung zu gewährleisten. Und das Schöne ist, man kann mit den einzelnen Elementen spielen. Man kann wie mit einem Klavier jedes einzelne Element an- und ausschalten und ist damit eigentlich in seiner Ausprägung ganz individuell und kann sich die Lampe so gestalten, wie man es gerne möchte. Ziel der Light and Building ist es, Mensch und Licht zusammenzubringen. Denn Licht sorgt nicht nur für das Wohlbefinden des Menschen, sondern bietet auch verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten. Aber auch die Themen intelligente Nachhaltigkeit und schlaues Energiemanagement werden zukünftig verstärkt auftreten. Stell dir vor, dein alter Fernseher ist kaputt. Du musst einen neuen kaufen und hast die Qual der Wahl. Aber du hast endlich einen neuen gefunden. So ein richtig geiles Teil. Sieht gut aus, edel designt, genau der richtige. Du baust ihn auf und denkst dir, jetzt geht's los. Du setzt dich hin, schaltest das Prachtstück ein und stellst fest, das Bild ist so richtig schön scheiße. Im Geschäft sah alles viel besser aus. Bei dir zu Hause siehst du nur noch Mist. Zum Glück gibt's Testbilder von Burosch. Damit kann wirklich jeder Fernseher optimiert werden. Schluss mit Scheißbildern. Testbilder von Burosch sorgen für ein richtig geiles Fernsehbild. Holen Sie das Beste aus Ihrem neuen Fernseher mit Testbildern von Burosch. www.burosch.de. Nicht nur das passende Licht, sondern auch die richtige Einrichtung ist in den eigenen vier Wänden sehr wichtig. Auf der Heimtextilmesse in Hamburg wurden jetzt in Sachen Wohn- und Objektivtextilien die Trends 2014 vorgestellt. Natürliche Materialien oder lieber moderner Look? Wenn es nach den Vorstellungen von Wohntextildesignern geht, liegt gerade in der Kombination dieser beiden Trendthemen ein ganz besonderer Reiz. Ob Gardinen, Tapeten oder Möbelstoffe, das Wohndesign schaut im Jahr 2014 zurück und in die Zukunft. Wir schauen hier auf zwei simultane Triebfedern für Innovationen. Progress betrachtet Wissenschaft und Technologie als Antrieb für Design und Innovation. Den anderen nennen wir Revive. Dieser Trend schaut zurück in die Vergangenheit, auf das Wissen, Geschichte, kulturelles Erbe und wie wir das alles wiederbeleben können. Zum Beispiel haben wir hier eine Tapete aus Vogelfedern. Es geht also um die luxuriöse Unregelmäßigkeit des von Tieren inspirierten Materials. Beim gegenüberstehenden Trend Progress sollen innovative Materialien und Technologien den Räumen einen individuellen Touch verleihen. So for example here we're suggesting a plasticine-like material. Hier haben wir ein knetartiges Material. Das kann man als Oberfläche eines Tisches oder einer Wand bearbeiten. Wir haben hier ebenfalls Fabrikate, die mithilfe digitaler Druckprozesse hergestellt wurden. Designer stellen die Muster in Handarbeit her, scannen sie ein und manipulieren sie, um sie dann auszudrucken. Es geht vor allem um die Interaktion zwischen Handarbeit und Digitalem. Auf der Heimtextil in Frankfurt zeigen die Hersteller von Wohn- und Objekttextilien, wie diese Trends das Wohnen von morgen verändern sollen. Die positiv gestimmten Aussteller zeigen, dass die Branche trotz der durchwachsenen Konjunktur in Europa durchaus optimistisch in die Zukunft blicken kann. Generell sieht es ganz gut aus. 2013 war nicht ganz so einfach. Die ersten 9 Monate
waren von leichten Umsatzrückgängen geprägt, sowohl in Deutschland als auch in Europa. Aber wir blicken optimistisch in das Jahr 2014. Es gibt einige Indikatoren, die dafür sprechen, dass die Wohn- und Heimtextilbranche in 2014 einen Aufschwung erleben wird. Dafür sorgen auch innovative Konzepte wie diese Videowand, bei dem der Benutzer sein Design nach eigenem Belieben gestalten kann. Mit dem entsprechenden Aufschwung natürlich. Den Boden staubsaugen, ohne die eigene Hand dafür bewegen zu müssen, das ist heutzutage wirklich möglich. Mit dem iRobot wurden ganz neue Möglichkeiten für die moderne Hausfrau geschaffen. Was das neue Modell alles drauf hat, sehen Sie jetzt. Die US-Agentur Malen möchte beweisen, dass Roboter mittlerweile sogar im Haushalt mit in den Alltag eingebaut werden können. Ein Staubsauger, der automatisch ohne Menschenhand staubsaugt. Jetzt stellt die amerikanische Firma bei der Europapremiere das neueste Modell vor. Der Roomba der 800er-Serie soll zukünftig die praktische und zuverlässige Arbeit im Haushalt noch mehr erleichtern. Aber was unterscheidet den Staubsauger zu den Vorgängermodellen? Das Wichtigste am neuen Roomba ist die bürstenfreie Reinigung, die es uns ermöglicht, mit zwei Walzen 50% mehr Dreck und Schmutz vom Boden auflesen zu können. Sie können 7 Tage die Woche eine Uhrzeit bestimmen, wann er den Reinigungsprozess beginnen soll. Er fährt danach von alleine zurück zur Dockingstation und lädt auch seine Batterie dort wieder auf. Das ist der Frontbumper, ein wichtiger und essentieller Teil des Produkts. Denn damit fährt der automatische Staubsauger langsam mit der Gummilippe an Gegenstände heran. Spürt er, dass er an ein Hindernis gekommen ist, dreht er sich nach einem festgelegten Algorithmus um. So kann er dann den Raum auch bestmöglich reinigen. Aber auch ein Roboter hat seine Makel. Das größte Problem an einem automatisierten Produkt ist, dass man ja gerade nicht mit diesem interagieren möchte. Und die größte Interaktion, die wir in der Vergangenheit hatten, war immer, die Bürsten zu reinigen aufgrund von Tier- oder auch menschlichem Haar, was sich um diese Bürsten herumwickelt. Und das ist ein allgemeines Kategorieproblem. Wir versuchen, Lösungen zu präsentieren, damit die Menschen sich auf andere Dinge konzentrieren können. Entweder auf ihre Freizeit oder auf Dinge, die sie lieber machen. Lösungen, die die Technologie des Bodenpflegemarktes erneut revolutionieren sollen. Aber kann man den Menschen durch einen Roboter ersetzen? Er kann den Menschen nicht ersetzen, aber er macht das tägliche Leben deutlich einfacher. Dem Menschen soll die Arbeit im Haushalt zwar durch iRobot erleichtert werden, trotzdem muss man in dieses Produkt der 800er-Serie ca. 730 Euro investieren. So ist dieser Staubsauger zwar einer der teuersten Geräte auf dem Markt, dennoch spart man sich damit den Staubbeutel. Ganz menschenlos bedienbar ist das Gerät aber nicht. Das Einzige, was Sie in Zukunft noch tun müssen, ist alle 2 Wochen das Rückteil auszuleeren und hat dann natürlich noch aufgrund der HEPA-Filter, aufgrund des größeren Auffangbehälters und aufgrund von 50% gesteigerter Reinigungsleistung einige Features, die es deutlich vom Markt, aber auch von unserer restlichen Modellpalette abhebt. Die Roomba 800er-Serie hat um 60% größere Staubbehälter als die Vorgängermodelle und eine langlebigere Batterie. Weltweit ist der Absatz von Haushaltsrobotern von 2010 bis 2012 um 167% gestiegen. Die Märkte in Asien und Europa sollen ihrem bisherigen Wachstumsprofil treu bleiben. Experten rechnen auch für 2014 mit exponentiellem Wachstum. Ob der iRobot zukünftig die Menschenarbeit im Haushalt komplett ersetzen wird, das wird sich in der Zukunft zeigen. Liebe Zuschauer, das war es leider auch schon wieder mit Future Home. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns einfach eine Mail an futurehome@techtime.tv. Und vergessen Sie nicht, unseren Newsletter zu abonnieren. Ich freue mich auf das nächste Mal und bis dahin. Tschüss, machen Sie es gut.